Yo Leute, was geht? Ich bin Dennis und herzlich willkommen zu... Und auf der Straße, du blöden Mann! Oh nein, Eike, wir haben Abdubermann Dennis überfahren. Wenn er nicht von der Straße verschwindet... Ja Leute, willkommen zurück in Arkham City. Ich denke mal, das wird gereicht haben die Zeit, nicht wahr, Eike? Oh, die Leute vergessen das. Ja, wie schnell... Batman hat nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Genau. Wie war es nochmal, Eike? Stimmt, ja, wir müssen Batman ja... Batman würdest du uns umhauen? Nein, Batman würde nicht. Nein, das würde er nicht. Ach, ich bin Batman. Oh, wieder hier, guck mal, wieder die Magie des automatischen Spielstandes. Unser Fortschritt von den letzten 5 Minuten der Aufnahme wurde nicht gespeichert. Also wieder mit dem Batman in die Wand einhauen und das Gegengewicht hochziehen von ein paar Schritten. Beziehungsweise ein bisschen demolieren. Ja, da kommt er. 5. Auszug, Damenunterwäsche, Erwachsenenbinden. Und Pudding. This is as high as the elevator will go. Yeah. So, na gut. Ach ja, Kevin Conroy. Macht er eigentlich noch was anderes außer Batman? Wird doch bestimmt noch jemand was anderes gemacht haben. Ich meine, ist er Synchronsprecher? Oder ist er auch Schauspieler? Weil die meisten sind Synchronsprecher ja gleichzeitig auch nochmal Schauspieler. Warte mal. So. Dann wieder das Batmobil wieder an. Und sachte runterlassen. Nein, Quatsch, nicht wackeln. Wackel. Ja. Wackel! So, jetzt müsste eigentlich unten sein. Oh, wieder ein bisschen an Geisel quälen. Ja, man muss ja seine Machtposition ein bisschen ausnutzen, nicht wahr? Weil wie oft hat man denn schon die Chance, nicht wahr? Was macht ihr da mit den armen Kerl? Der hat doch nichts, der tut doch nichts, der ist doch auch nur ein Schichtarbeiter. Und noch nicht mal selbstständig. Ah, Eike, weißt du was? Wir können jetzt wieder den schönen neuen Angstangriff, Takedown-Angriff einsetzen. Setz ihn ein. Ja, okay, hier oben geht's nicht, hier ist zu. Ah ja, der übermächtige Detektivmodus, den sie ja abgeschwächt haben über die Teile. Ja, bla bla. Naja, komm, weißt du, übrigens hier ein Trick, Eike. Ja, ich weiß auch Bescheid. Ein Trick, wie man schneller die Lüftungsgitter abbekommt. Mach einfach mit der Batclaw, es geht viel schneller als mit der Abziehen. Vor allem spart man sich dann diese Sequenz, wo er sie dann extra runterzieht. Okay. Angst ausschalten, Ulti ausschalten, Eike. Bist du bereit? Angst ausschalten. Ja, yeah. Und los! Oh. Boing! Und Bong! Ach, leider können wir uns bisher jetzt nur noch 3 umhauen. Ah, fuck. Ah, verdammt. Immer wenn dir hier Schwert-Heinis kommen. Und? Spüre die Macht des, wie heißt es? Ah! Meine Güte! Ja, und die Erfahrungspunkte, die werden auch noch mehr. Keine Sorge, das wird noch deutlich steigen. Dann kriegt man schon so um die 2000 herum. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu enttäuschend kurz. It's okay. You're safe. You're too late. We're both already dead. You know about the bomb he's building, right? Where is he? I heard him saying he was in the central mixing chamber. You know what that means. He's getting ready to release the toxin. Nicht die Mixing Chamber. I've seen what that stuff does to people. If that gas gets out there, it's gonna be chaos. I won't let that happen. I'm getting you out of here. Get to the elevator. Du hast übrigens was Rotes. Jim, I've rescued the second worker. I'm coming to you. What about Scarecrow? He's in the central mixing chamber. As soon as the technicians are safe, I'm going after him. Is it as bad as it sounds? Worse, Jim. But I'll stop him. You have my word. Hm. Natürlich. Scarecrow ist ja schon etwas länger hier in ACE Chemicals. Warum spricht man das eigentlich wie Excel aus? Ist wahrscheinlich im Englischen so. Chemicals. Excel Chemicals, na genau. Man sagt auch 10-0. Ja. Oder 10-0. Mm, ja. 10-0. 10-0, genau. Ja, oh, jetzt haben wir das verraten. Ja, denn Scarecrow ist ja schon etwas länger hier drin. Im Chemiewerk. Deswegen hat er auch schon hier so ein bisschen... Okay, wir können jetzt nicht weiter finden.
Hat er schon sein Furchtgas wahrscheinlich schon eine ganze Menge zusammengestellt? Natürlich hat er eine ganze Menge zusammenbekommen. Natürlich ist es Schrott, wir haben es halb kaputt gemacht da oben. Ziehen wir einfach auf. Ja, du erinnerst dich doch, Eike, ne? Scarecrow wollte ja schließlich auch die. Will ja schließlich mit seinen Feuchttoxin ja die ganze. Westküste. Zerstören. Beziehungsweise einnebeln mit seinem Gas. Ja, weil er dämlich ist. Nö, das ist eben sein Hobby. Ja, nicht gerade sein Hobby, aber. Was machst du? Ich mache schon gerne. Angst. Ich mache gerne Feuchtgas, damit sie Panik kriegen und sich gegenseitig umbringen. Ja, du bist ein 2 von 4. Oh cool, Eike, heim die! I saw, sir. Initial scans indicate that the craft is unmanned and being controlled remotely. Weapons not deactivated. Ah! Ah, Arkham Knight, wie geht's heute? Wie steht's? Wie geht's der Frau und wie geht's Frau und Kind? Wie war's in der Lazarusgrube? Ah, ja, genau. Sollten wir uns lieber erstmal um die Drohnen hier kümmern. Ah, fuck. Zwei Treffer. Na gut. So können wir ja unsere Schubdüsen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht so viel von ihnen abbekommen. Ich denke mal, wir sollten lieber mit dem 16mm Gewehr auf ihn schießen. Eigentlich unrealistisch, nicht wahr, Eike? Weil, wenn man. Ich bin kein Techniker. Ich bin kein. Ja. Hubschrauberologe oder wie auch immer diese Leute heißen, aber. Hubschrauberologe. Ja, aber ich denke mal, wenn man auf Rotorblätter ballert, dann müsste der ja recht schnell kaputt gehen. Aufgrund der. Wie heißt das Wort? Aufgrund der. Au. Aufgrund der Rotation, oder nicht? Dadurch, dass sie sich so schnell drehen, fliegen die Kugeln durch. Ja, stimmt auch wieder. Ich kann leider nicht meine. Ach, schade. Ich kann gegen ihn leider nicht meine ferngelenkten Raketen einsetzen. Aber das 16mm. Das 16mm. Geschütz funktioniert auch ganz gut. Oh, ich war das erste Mal, als ich das hier gemacht habe, total überfordert. Was muss ich da machen mit den. Was muss ich da machen mit den Raketen? Hä? Ach, da muss ich drauf schießen. Ja. Nice! Ja, es ist ein. Es war ein Armee-Hubschrauber. Yeah! You will pay! I'm gonna tear out your heart and eat it! Bomb in the central mixing chamber. Right in front of your eye. Need it now. Genau. I'm working on it, but I'm gonna need a couple minutes. Find it, Barbara. Patience is a virtue. You've heard that, right? Guess not. Yeah. Natürlich war da keiner. Natürlich. Geduld ist eine Virgin, genau. Ja, Geduld ist eine Virgin, genau. Hä? Wie kommen wir jetzt wieder raus? Natürlich war in den Hubschrauber natürlich kein Arkham Knight drin. Das würde natürlich ein bisschen. Das wäre natürlich zu schnell, nicht wahr? Oh, können wir erstmal wieder einen einzigen verteilen? Ein Punkt. Was haben wir denn da? Stimmt. Kampfpunkte. Wir können natürlich noch einen verteilen im Batmobil oder beziehungsweise in der Waffen. Dieses Batmobil wird ja, vor allem die Vulkankanone und das Ausweichen, das wird später noch sehr wichtig. Später. Gut. Na, bei fahren wir uns die Punkte. Machen wir einen Kampfpunkt wieder rein, ja? Okay. Oder? Nee, können wir uns gar nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Gezielter Free Flow, oh. Ja, da müssen wir uns ein paar, wie heißt das, im Virtual Reality Test nochmal abhalten, was wir bekommen haben. Ausrüstung. Na dann. Batterien, Betäubungstower. Entwaffnen mit der Schusswaffe, mit dem Batclaw? Nein. So, bewahren wir uns den auf. So, Greifhaken ausschalten. Das heißt, wenn die Gegner am Rand stehen, direkt ausschalten? Nö. Okay, behalten wir den Erfahrungspunkt erstmal. Ich sag das und du machst es trotzdem. Ja, dieser Dechan, der stinkt. So. So, wo müssen wir jetzt mal hin? Wir müssen jetzt rausfahren mit den, dem Batmobil und die Leute da abgeben, aber. Da ist eine Kante dazwischen, da können wir gleich ran. Oh, wartet mal. Hä? Wie kann ich da jetzt mal hoch? Warte mal. Häng ich. Wollt ihr mich verarschen? Wird jetzt wieder Batman aufgehalten durch eine blöde Kante? Hahaha, was für ein Witz. Wenn du jetzt nicht um die Ecke denkst.
irgendwie in die Ecke denken. Steigen wir erstmal aus hier. Ach, ich muss den... Ah, ich muss natürlich aktivieren. Mann, bin ich doof. Warte mal, wo ist hier der... Ah, da, okay. Ah, ich muss mit dem Batmobil drauffahren und das aktivieren, natürlich. Wie umständlich. Ja, wie nachgedacht, die. Ja, tschüss, Ace Chemical. Sie haben dich kaum gekannt. Obwohl, nein, Quatsch, wir müssen ja nochmal weiter runter. Wir müssen natürlich die da Mixing-Kammer. Tack. Ja, warum hat das Batmobil keine automatischen Fahrstuhlfunktionen? Das sollte es auch haben. Eine Sprungfunktion. Ja, ist ja eh ein halber Panzer. Und mit dem wir ungefähr so gefühlt ein paar Millionen an Versicherungsschäden hier einmal machen wahrscheinlich. Und die Leute denken sich so, die kotzen, wenn die aussteigen. Scarecrow's forces have murdered the other workers. Bastards. Bastards. Take them back to GCPD, but be careful, Jim. There's militia all over Gotham. Und beide so, nochmal, nochmal. I'm going to show Crane what happens when he messes with my city. Apropos Crane, aka Scarecrow. Oracle, I need that room to Scarecrow. We're running out of time. You're not gonna like this. There's only one entrance and it's been sealed from the inside. What about the service tunnel? Natürlich ist er das. It runs behind the main wall of the facility. I've sent you the location. What are you going to do? Improvise. Genau. Oh, wenn Batman improvisiert, heißt es, dass es das Maul schnell verteilt. Wenn er improvisiert, dann gibt es Totalschaden. Naja, Ziegelsteinwand gegen Batmobil. Ziegelsteinwand hat verloren. So, und jetzt müssen wir den... Wie heißt das? Jetzt müssen wir stimmt, wir müssen den Kran so ausrichten, dass wir mit dem Batmobil da reinhüpfen können. Genau. Tja, Physik, Leute, Physik. Gab es eigentlich groß gute Spiele mit Physikrätseln außer Half-Life 2? Ja. Ich enttäusche niemals, ja. Oh, warte mal. Jetzt fallen lassen. Nee. Ein bisschen schwenken und... Na. Noch ein bisschen. So. Er kommt noch ein bisschen weiter links. Und passt. Wackelt, passt, wackelt und hat Luft. Und natürlich setzen wir das Ding nicht direkt so dran, dass wir einfach direkt hochfahren können. Nein, nein, wir müssen schon einen spektakulären Sprung da einsetzen. Wir sind ja schließlich Batman, nicht wahr? Wir haben schließlich einen Ruf zu verlieren. Natürlich. Ja, Batman. Apropos Scarecrow oder Jonathan Crane, wie er auch genannt wird. Oder im Online heißt... Und tot. Das kann nur ein Dietschern. Das war nicht meine Schuld, ich habe den Gang rausgenommen. Jetzt hat er es zugegeben. Nein, habe ich nicht. Darf es seinen Eltern nicht erzählen. Luftsteuerung. Toll gegen die Wand gehauen. Oh. Ja, dieser übliche Art Deco-Style, die man aus Gotham ja schon kennt. Ich war, obwohl hier ist es ein bisschen... Art Deco. Ja, zurück ist es hier allerdings ein bisschen zurückgedampft. Im Gegensatz zu der Zeichentrickserie. Nicht wahr? Denn da war es ja richtig so 40er, 30er Jahresstil. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Siehste? Für dich nehme ich, für den letzten nehme ich noch nicht mal mehr die Kanone, sondern die ganz normale MG. Ha. Die bei normalen Menschen Gummigeschosse abschießt. Ach ja. Ah, ich wollte schon wieder unterbrochen, Eike. Verdammt, mein Gehirn, das springt 30. Mein Hirn läuft eine Meile in der Minute. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge? Ach stimmt, da gibt es ja das große Geknalle. Und dann kann ich auch mal meinen Satz zu Ende bringen mit Joel von Crane, ist übrigens auch. Ja. Ciao. Also, bis dann, Leute. Ciao.